Ja, hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte dir jetzt ein paar Zahlen und Fakten nennen, und zwar darüber, warum Balkonkraftwerke eigentlich die ganze Energiewende so vorantreiben können. Ja, Solarenergie ist halt ein ganz wesentlicher Bestandteil von der gesamten Energiewende, und zwar deswegen, weil wir hier regenerative Energien verwenden. Das sind solche Energien, die halt einfach durch ihre Nutzung nicht aufgebraucht werden. Ja, wer die Sonne anzapft, der muss halt keine fossilen Rohstoffe wie Gas, Öl oder Kohle verbrennen, und damit spart man sich halt auch die ganzen schlechten Dinge, die damit einhergehen, wie zum Beispiel der CO2-Ausstoß, der ganze Feinstaub, der da entsteht, und andere Giftstoffe, die halt in die Luft gepustet werden. Mit einem Balkonkraftwerk kannst du halt wirklich helfen, das Ganze zu vermeiden. Bisher sind Solaranlagen eigentlich hauptsächlich auf den Dächern von EigenheimbesitzerInnen zu finden. Dadurch bleiben halt Flächen wie jetzt zum Beispiel Balkone, Terrassen und so weiter komplett ungenutzt, was halt einfach wahnsinnig schade ist. Ja, du kannst halt so den Einstieg in die erneuerbaren Energien mit einem kleinen Balkonkraftwerk finden. Und die Hürden und die ganzen Sachen, die du machen musst, sind eigentlich relativ gering. Also man muss im Prinzip das Ding kaufen, montieren und dann einstecken. Das war es im Großen und Ganzen schon. Also rein rechnerisch, wenn wir jetzt einfach mal die ganzen Wohnungen in Deutschland sehen, das sind 43 Millionen Stück. Wenn wir auf jeder dieser Wohnungen halt ein 600 Watt Kraftwerk, also ein Balkonkraftwerk installieren würden, dann hätten wir tatsächlich die Leistung eines Braunkohlekraftwerks. Damit könnten wir quasi 7,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen, und das jährlich. Und bis 2030 würde sich das auf 50 Millionen Tonnen aufsummieren. Wir müssen natürlich realistisch bleiben. Wir können selbstverständlich nicht an jedem Haushalt irgendwie so ein Balkonkraftwerk anbringen, oder es ist auch nicht überall sinnvoll. Aber selbst wenn wir nur von 20 Millionen Haushalten ausgehen würden, so wären das immer noch 3,6 Millionen Tonnen CO2, die wir jährlich sparen können, und 25 Millionen Tonnen CO2 bis 2030. Ja, fast noch wichtiger als das, was wir eben genannt haben, ist tatsächlich dieser initiale Berührungspunkt, den wir einfach haben mit dem Thema Energiesparen und Verhaltensänderung. Verhaltensänderung ist zum Beispiel, dass ich jetzt einfach anfange, mittags meine Verbraucher eher anzumachen. Also zum Beispiel wie eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, so Sachen, die ich einfach auch ein bisschen steuern kann. Was auch ein total wichtiger Punkt ist, ist, dass wir einfach die ganze Energiewende so mehr in die Hände von den Bürgerinnen und Bürgern legen. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Sache. Und ich glaube, das finden die meisten eigentlich relativ gut. Und ich, wie gesagt, persönlich supporte das extrem. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen zeigen, warum das Ganze eigentlich so wichtig für die Energiewende ist. Im nächsten Video wollen wir dir erklären, wie viel Geld du eigentlich damit sparen kannst, was ja für viele wahrscheinlich eine ganz spannende Sache ist. Und natürlich, warum du nebenbei damit die Umwelt schützt. Ja, für mehr Infos schau bei der Deutschen Umwelthilfe vorbei. Da sind eigentlich nochmal ganz viele und schöne Infos zusammengetragen. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.